Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Stadtfilmabend. Mein Name ist Heiko. Mal sehen, was heute so passiert. Beim letzten Mal haben wir aufgehört, als ein Mechanoiden-Cluster auf unserer Karte gelandet ist und hier jetzt irgendwie ein Countdown läuft, der in 7,7 Tagen abläuft. Wir wissen nicht, was dann passiert. Hier unten haben wir Minenarbeiten in Auftrag gegeben, die jedoch vermutlich von diesen Mechanoiden gestört werden, damit das gar nicht erst passiert und die Leute nicht verwirrt hin und her laufen. Machen wir mal ein neues Gebiet, das nennen wir Mechanoiden-Cluster Vermeidung. Das geht passt nicht mehr hin, aber müssen wir jetzt mit leben. Welches wir dann hier. Zap, hier. Also hier schon mal gar nicht. Dann würde ich sagen, hier unten sollt ihr auch nicht hingehen. Das hier ist ja schon fertig abgebaut, also können wir ruhig. So nah können wir rangehen. Und hier könnten wir eventuell eine Befestigung bauen, damit wir dann uns da verschanzen können und hier drauf schießen. Aber okay, lassen wir das erstmal. Gebiete verwalten, das invertieren wir, damit alles erlaubt ist, außer das Gebiet, wo die Mechanoiden sind. So, und dann sagen wir einfach allen, dass das für sie gilt. Gut, dann müssten wir, glaube ich, hier schon glattes Leder haben wir noch, meine ich. Müssen wir hier schon so eine Befestigung bauen. Und vielleicht hier an der Seite noch. Und dann hoffen, so, was wir dann aber erst machen müssen ist, ich glaube, wir haben hier jede Menge Ernte, die noch auf den Feldern liegt. Das müssen wir mal eben in Auftrag geben. Dazu müssen wir leider den Markus wecken. Der darf die Beeren tragen. Warte mal, und Naomi. So, ich trage mal Kartoffeln. Ich glaube, Nussi ist gerade im Laufrausch oder so. Laufrausch, ja. Das heißt, Nussi schicken wir auch weit weg zum Kartoffeln holen. Bench trägt, glaube ich, nicht, weil er hier Reinigungsfachkraft ist. So, tragen, 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 tragen und noch mehr Reis für den Winter. So, und Carsten soll auch Reis tragen. Aha, der wird schon benutzt, der hier. Und Naomi haben wir schon Auftrag gegeben, sie trägt auch nicht, Woody kann aber noch. So, dann wird das erstmal weggetragen. Gucken mal, wie weit unser zweiter Kühlraum ist hier. Noch nicht so weit. Da kommen dann die ganzen Heugeschichten rein. Ja. Carsten bricht zusammen.
Das sieht doch schon mal gut aus. Noch mehr Bären. Naomi ist hier, okay. Ich merke gerade, ich habe wieder den Ton hier auf dem Lautsprecher laufen. Ich kümmere mich mal eben so um einen kleinen Moment. Ich bin gerade am gucken, der Sonnenblocker, der Klimaregulator sind hier beide noch am Arbeiten. So, okay, aber gehen wir mal wieder hier hin zurück. Und schauen wir mal, dass sie hier fertig werden. Ich habe in der Zwischenzeit allen schon mal bisschen robustere Kleidung angezogen, bis auf Bench. Haben wir noch was für Bench? Wir haben noch eine schlechte Jacke für Bench und einen normalen Helm. Aber warte mal, das gute Dings hier ist besser. Und Ratte, glaube ich, konnte auch relativ gut schießen. Der kriegt hier den Comlink. So. So, wenn hier die Barrikade fertig ist, dann können wir hier mal anfangen. Sehr gut. Wie lange? 6,6 Tage. So. Jetzt warten wir, bis Tag ist, damit die alle einigermaßen ausgeruht sind. Zeitplan haben wir. Macht, was ihr wollt. Okay. Was ist nun los? Beschädigte Kleidung? Okay. Wer bricht denn jetzt schon wieder zusammen? Woody, Carsten und Naomi. So, jetzt sind... Na gut, Kerstin schläft noch, aber was soll's. Warte mal, wir können ja mal ein kleines Grüppchen. Kerstin soll mal ruhig erstmal weiterschlafen. Markus hat ja eh nur Nahkampf, nicht? Und Woody. Und Kerstin. Okay. Ich speichere mal ab. Okay. So. Und dann können wir jetzt nämlich, wenn die alle ausgewählt sind, können wir hier sagen, die sollen zum Beispiel diese Stelle angreifen. Oha. Cool.
Da wir jetzt hier aber schon Feinde haben, sagen wir mal, ihr sollten mal auf den schießen. Aber wo kommt die her? Warum kommen die von hier ganz? Beleidigungskasten? Jetzt ist nicht der Moment, Carsten! Carsten verglich Bench mit einem Rebhuhn. Der lebt auch immer noch hier. Schießen wir alle mal hier hin. Cool, der ist auch tot. Sehr gut. Lebt der hier noch? Leiche. Gut. Okay. Hui. Nicht da rein, nicht da rein. Cool. Cool. So. Jefim und Naomi, vielleicht solltet ihr nicht zu nah daran gehen. Cool. Rohstoffe. Hier ist noch einer, okay. Wir brauchen einen Ort, wo wir die Mechanoiden... Ach du Scheiße, hier brennt alles. Wo wir die Mechanoiden hinlegen können. Das ist ja am besten hier, weil hier haben wir die mechanische Bank hier, Mechanikerwerkstatt. Und hier können wir nämlich Mechanoiden zerlegen machen. Dann kriegen wir für immer... Dann kriegen wir super Rohstoffe. So, und hier machen wir eine Lagerzone für Mechanoidenleichen. So. Kritisch. Alles löschen. Mechanoidenleichen. So. Puh, Markus. Naomi ist unfähig, Gewalt anzuwenden. Ah, verdammt. So, dann gucken wir noch mal. Countdown-Aktivator abgelaufen. Bauen wir mal diese ganze Scheiße hier auseinander und dann machen wir mal Zuweisung. So.
Ja. Und dann können wir das hier auch wieder alles abbauen. Da haben wir wieder Rohstoffi. So. Und los geht's. Oh nein. Unser Riesenfaultier ist tot. Gemeinheit. Wie ätzend. Was ist denn? Ich denke, Markus hat es reingetragen. Wo ist es denn dann? Da. Oh. Explosion, Schuss, Wirbelsäule, Herz, Gehirn verletzt. Okay. Lästig, aber was soll's. Das ist dabei. Ihr könntet alle mal vielleicht katatonisch Woody. Tod in 10 Stunden. Der wird mal gerettet, bitte. Carsten immer noch am Beleidigen hier. Gucken wir mal, was für Beleidigungen. Carsten bezeichnete Carsten verglich Bench mit einem Rebhuhn. Bench als Pirat. Nussi beleidigte respektlos die Kochkunst von Carsten. Carsten beleidigte öffentlich die Ideen von Kerstin. Nussi auch, wa? Okay. Okay, gut. Jefim, was ist mit ihm? Da. Ist schon. Hungernde Kolonisten. Achso, weil wir zu lange da unten am Püzzeln waren. Okay. Mensch, hat eine Prügelei mit Carsten angefangen. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Eieiei. Hier brennt alles. Ja, Carsten und Bench, als ob wir nicht schon genug Intensivbetten hätten, die in Beschlag sind, prügeln Carsten und Bench sich dann auch noch. Jeder männliche Kolonist spürt eine Welle von Angst und Wut. Ja, das fehlt ja gerade noch. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie projiziert über einen Orbitalverstärker ein psychisches Brummen an diesen Ort auf einer Frequenz, die scheinbar nur das männliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Die Stärke des psychischen Brummens ist normal. Okay. Oh, sorry. Sorry, liebes Mikrofon. War nicht. Keine Absicht, nicht. Und Grizzlybär ist auch verwundet, oder? Impulslanz. Na, keine Beeinträchtigung. Sehr gut. Vielleicht sollten wir hier mal so eine Mauer drum ziehen oder so. Aber haben wir irgendwas noch zum Mauern drum ziehen? Wir hätten. Stahl können wir drum bauen. Steine haben wir keine mehr. Okay. Sowas.
Wenn ihr euch wundert, warum die das eine löschen und das andere nicht, die löschen immer nur Sachen, die in der Heimzone sind quasi. Wir können das vergrößern, damit die das gleich mitlöschen müssen. Grizzlybär, Hirsch 3 wird von einem Grizzlybären angegriffen. Eigentlich wollten wir das doch verhindern. Blöder, blöder Grizzlybär! So. Wir haben noch Wildtiere, die wir noch, ein Hengst, zwei männliche Riesenfaultiere, die wir aber vielleicht lieber nicht zähmen wollen, Boomalopes. Wildschweine könnten wir, Waschbär, Schildkröte, Hase, Eichhörnchen, also nichts, was uns groß weiterhilft als... So, können wir das mal alles reinholen. Ne? Rasen vor Wut Jefim aufgrund von schlechter Laune. Hier in den Sichtweite angreifen. Ja gut, dann gehen wir halt alle aus der Basis raus und tragen Sachen. Will kein Träger sein. Ich möchte, aber stell dir vor, es ist hier apokalyptische Zustände. Letzten Überlebenden eines Raumschiffabsturz versuchen irgendwie zu überleben. Und einer ist dabei, der sagt, ich möchte aber kein Träger sein. Beziehungsweise zwei sind dabei. Woody ist entschuldigt, weil Woody ist bewusstlos. Kerstin, was benötigt Kerstin für eine Behandlung? Ups. Kerstin. Jefim und Kerstin. Wo ist Jefim? Hier. Okay. Warte mal, Kerstin kann ich mal retten und dann gleich. Gibt auf, Heiko, was? Bitte was? Huh.
kann Naomi nicht gefangen nehmen. Nicht mit der Schrittgeschwindigkeit, hier Carsten vielleicht. Ich bin raus, oder was? Ah, nee, er hat mich gefangen genommen. Sehr gut, okay. Gut. Gut, gut. So kommt man auch zu seinem Urlaub, indem man sich von Carsten gefangen nehmen lässt. Chi hat einen Wutanfall, meine Fresse. So, dann gucken wir mal, ob wir in 4 Sekunden, ja, sorry, da machen wir mal, wir wollen nicht, dass Jefim stirbt, da machen wir eben mal einen schummligen Lösungsansatz hier. So. Wo war hier Random Injury? Nicht hier, okay. Da war es hier. Ja, das ist das gleiche, was ich eben angeklickt habe. Okay, dann war das hier. So, tot in 7 Sekunden. Okay, das reicht also noch nicht. Tot in 8 Sekunden. Tot in 0,3 Stunden. Linkes Ohr abgeschossen, frisch. Okay. Anstatt neu zu laden, holen wir ihn einfach mal wieder zurück. So. So, wer macht da jetzt alles kaputt? Chi, okay. Ein Ärger. Ja. Okay, Carsten kann wieder auf normal. Und dann speichern wir für heute mal ab, würde ich sagen. Nachdem wir hier das wieder ausstellen, weil das brauchen wir auch nicht zu mehr benutzen, als nötig ist. Stirbt noch irgendwer von den Leuten hier? Nein. Okay. Gut, naja. Dann speichern wir mal ab. Ja, dies war eine weitere Folge von Stadtfilmabend. Bitte abonniert diesen Kanal und liked diese Folge, wenn sie euch gefallen hat.
oder lasst einen Kommentar da. Oder beides. Bis dann.